Tja, Leute, ein kleines ungewohntes Gesicht vor einem Video. Aber ich habe was Positives für euch zu verkünden. Ich habe eine kleine Überraschung. Und zwar, ich habe euch ja bisher nicht mit Werbung vollgeballert auf diesem Kanal, weil ich wollte, dass wir Tier-, Umwelt- und Erdenschutz quasi kostenlos für jeden immer 24 Stunden verfügbar machen. Das bleibt auch alles so. Nur jetzt habe ich eine coole Partnerschaft. Das heißt, ihr könnt die Inhalte, die auf YouTube kommen, im Rahmen von Mission Bali und vielleicht auch zukünftigen Serien, mal gucken, schon im Vorhinein bei Join sehen. Ich habe eine Partnerschaft mit Join. Das heißt, Join hilft mir bei der Umsetzung meiner Projekte und Mission Erde e.V. Das heißt, ich stelle jetzt Umwelt- und Tierschutz auf eine viel breitere Basis, kann die Projekte viel besser durchfinanzieren. Auf Join ist alles kostenlos für euch zum Anschauen, nur etwas eher als auf YouTube. Auf YouTube bleibt alles kostenlos. Es bleibt eigentlich alles beim Alten, außer dass ich eine Join-Partnerschaft habe. Und dass jetzt Menschen auch Umwelt- und Tierschutzfilme gucken, die auf solchen Streaming-Plattformen sonst nicht laufen würden. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Nicht eigentlich, das finde ich ziemlich geil. An dieser Stelle vielen Dank an Join, dass ihr das so geil findet und dass ihr die Partnerschaft mit mir angefragt habt. Ansonsten, Mission Erde Community, ihr geht rein, schaut es auf Join vorher, völlig for free. Schaut es danach meinetwegen gerne auf YouTube, kommentiert fleißig, Daumen hoch, Abo dalassen. Und ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle einfach mal viel Spaß mit der nächsten Folge aus Mission Bali. Es wird turbulent, es wird wild wie immer, aber das machen wir, um Veränderungen anzustoßen. Und ich danke euch an dieser Stelle für euren unendlichen Support, eure geilen Kommentare und dass es euch einfach gibt und dass ihr mich im Hintergrund immer so supportet. Es ist einfach richtig geil. Vielen, vielen Dank, Mission Erde Community. Und jetzt let's go ins Video. So, Dalle, wir haben uns gerade ein Taxi geschnappt und unsere Drohne und Kamera eingesteckt und sind an einen Platz gefahren, an dem es sehr stinkt. Ich bin gerade ausgestiegen, da kommt einem schon das Kotzen. Guckt mal hier, das ist die linke Straßenseite, da wo Matratzen und wirklich giftige Schatten rumliegt in den Mangroven. Und auf der anderen Seite ist eins, wenn nicht sogar das größte Landfill in Bali und das gucken wir uns jetzt mal an und es wird... Aber Leute, ihr könnt euch den Geruch nicht vorstellen. Schon einer der krasseren Gerüche. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier ist ein Opening. Alto Belly. So sieht's aus. Ich glaube, ich kann mich da ein bisschen ransneaken. Das sieht äußerst giftig aus. Wenn man hier irgendwas in den Müll schmeißt, es landet alles in so einem Landfill und dann später mit dem Wind und dem Fluss und den Mangroven da hinten im Meer, wo ich das dann beim Tauchen finde und sehe. Und Bali ist tatsächlich die erste Insel, wo ich angekommen bin mit dem Flugzeug und schon riesige Müllteppiche auf dem Meer gesehen habe. Das habe ich noch nie aus dem Flugzeug gesehen. Das war wirklich das erste Mal. Das ist Wahnsinn. Bei uns zu Hause wird Plastik zu einem gewissen Anteil recycelt. Hier gibt es kein Recycling. Plastik landet am Ende in der Natur. Da geht alles in die Natur. Gibt's ja keine Barriere oder sonst irgendwas. Das ist schon enorm krass. Boah, es ist riesig. Ah, da kriegt ein Monitor-Lizard. Und die Soße, alles an Feuchtigkeit, läuft natürlich hier raus. Tausende Liter giftige Flüssigkeiten aus diesem riesigen Müllberg ergießen sich
direkt in die Mangroven, die direkt neben dem Müllhaufen sind. Es hört auch nicht auf. Ich bin schon einige hundert Meter unterwegs und es geht halt immer weiter. Boah, der Gestank. Junge, Junge, Junge. Der ganze Zivilisationsmüll, der dort liegt, vom Kühlschrank über den Autoreifen, von der Plastiktüte bis zum Elektrogerät, all das ergibt am Ende komprimiert eine toxische Suppe, die sich direkt in die Mangroven ergießt, die ja die Aufzuchtstätte für Jungfische, für Haie und für viele marine Lebewesen ist und quasi die letzte Schutzbarriere für die Menschen vor der Naturgewalt des Meeres. Wieso ist das so schön bunt? Es schimmert so schön. Allen Farben. Und guck mal, da hinten ganz am Ende, noch ein Stückchen weiter raus, da ist das Meer. Und da landet der ganze Scheiß, indem er dahin weht oder mit dem Fluss dahin getrieben wird. Eine Mischung aus Horrorfilm, Dystopie und etwas, was man gar nicht glauben kann, wenn man es nicht selbst gesehen und tatsächlich gerochen hat. Meine Augen brennen, ich kann kaum atmen, meine Lunge sticht. Also das hier ist in Sachen Umwelt mit das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich dokumentiere über eine halbe Stunde auf diesem Müllberg und von Minute zu Minute kann ich eigentlich weniger atmen. Meine Lunge schmerzt und brennt, meine Haut brennt, meine Augen tränen. Es ist ein Ort, an dem man lieber nicht sein sollte. Was mir bei all meinen Missionen immer das Wichtigste ist, ist eben auch zu zeigen, dass jede Medaille zwei Seiten hat und dass immer auch Menschen hinter all diesen Problemen stehen. Meistens die Einheimischen, die es betrifft und denen man aber gar keinen Vorwurf machen kann, weil sie haben keine andere Wahl. Wir schon. Es ist ein einziges, schreckliches Bild der Konsequenz unseres menschlichen Handelns. Ich sage, man kann nicht atmen. Oh, fuck. Guckt euch das an. Von da oben direkt in die Natur und direkt ins Meer. Wo dann wieder die Fische sind, die die Touristen abends essen nach dem Tauchen. Es ist alles schwierig. Es gibt auch Menschen, die tatsächlich von diesem Müll noch leben oder sogar zu gewissen kleinen Anteilen versuchen, diesen Müll zu recyceln. Diese Menschen besuche ich und erlebe da die Ärmsten der Armen, die aber ihren Teil dazu beitragen, dass wenigstens noch ein kleiner Teil irgendwie recycelt wird.
Jetzt haben wir noch den Tipp bekommen von Manuel, dass es neben dem Landfill, das Landfill liegt jetzt direkt hinter mir, so eine Art Stadt gibt mit Menschen, die noch alles Mögliche aus dem Müll rauskramen und das, was verwertbar ist, dann noch irgendwie verwerten oder beziehungsweise verkaufen. Hallo, hallo, good morning. Gucken wir doch mal hier rein, oder? Hi, hi. Excuse me, can we take a picture? Is that okay? Picture? Okay? Thank you. Also es wird hier alles sortiert, ne? Nach noch brauchbaren Sachen. Das, was noch irgendwie geht, wird verwertet. Da ist eine Ratte gerade abgezischt. Okay. Ziemlich viel Müll. Ah, da ist auch ein Vögelchen. Hallo. Hallo, Täubchen. Egal, wie arm die Menschen sind, es gibt immer einen Vogel irgendwo. Aber es riecht gar nicht so schlimm. Ist trotzdem wirklich schrecklich. Thank you. Merci. Merci. Thank you very much. Nico und ich sneaken noch ein bisschen rum durch Trash Village, wo die Leute quasi aus den Sachen, die sie auf dem Landfill finden, noch versuchen, das Beste rauszuholen und das Beste zu machen. Und ja, ist krass. Es ist krass, wie manche Menschen auf dieser Welt leben. Wer bringt jetzt Plastik tatsächlich? Ja. Und jetzt muss er gucken, wie viel das ist. Okay. And money for him? Und dafür kriegt er jetzt 20.000. Und ich besuche dann die Ärmsten der Armen, die dann sogar noch versuchen, aus diesem riesigen Müllberg irgendwie Profit zu schlagen, Flaschen zu recyceln, Kanister rauszusuchen oder noch irgendwie etwas Verwendbares zu finden, was sich am Ende noch verkaufen lässt. Und das sind Menschen, die für 20 Cent am Tag arbeiten, im toxischen Müll leben und dabei noch die nettesten Menschen dieser Erde sind. Und immer mehr Leute kommen an und bringen Sachen. Thank you guys. Diese Menschen, die hier im Müll leben, das verbindet man als Influencer nicht mit dieser Trauminsel, mit dieser Vorzeigeinsel in Asien. Das ist das, was allen Menschen verborgen bleibt. 10.000. Sure. Das sind 100. Thank you. Yeah. Thank you. For sure. Okay. Okay. Thank you. Thank you guys. Thank you. You're very welcome. Let's do one picture together. Everyone. Come on, come on, come on. Hier ist Manuel und die größte Müllhalde von Bali steht gerade in Flammen. Seit einigen Tagen kämpfen die Feuerwehrleute hier, um das Feuer zu löschen. Die Rauchwolken sind sehr toxisch durch das Verbrennen von Organic und Non-Organic Materials, also Plastik, das hier verbrannt wird. Das ist eine Vollkatastrophe. Ich hoffe, dass die Feuerwehrleute das in den Griff bekommen. Es sind auch Helis im Einsatz, um zu helfen, die Feuer zu löschen, denn diese riesige Rauchwolke zieht sich über den ganzen Süden von Bali. Das ist eine totale Katastrophe für die Umwelt, fürs Grundwasser und auch für die Leute hier. Die Communities hier in der Gegend haben schon sehr starke Atemprobleme und das wird immer nur noch schlimmer, wenn das nicht bald unter Kontrolle gebracht wird. Das ist der offensichtliche Part. Der unter der Wasseroberfläche verborgen ist, ist natürlich mein Spezialgebiet, die Korallenriffe dieser Erde und das offene blaue Meer. Und genau da gehe ich hin, um das zu dokumentieren, was ich mir natürlich schon vorstellen kann, aber was vielen Menschen verborgen bleibt. Unter Wasser habe ich schon alles gefunden. Von Geisternetzen, das heißt herrenlosen Fischernetzen, über Angeleien, Plastikflaschen, Flipflops, riesige GFK-Bootsteile, Plastiktüten ohne Ende, Fußbälle, Stühle, Tische, alles was aus Plastik ist, habe ich unter Wasser schon gefunden und rausgeholt.
Das Traurige ist, dass ich als Unterwasserkameramann natürlich gerne immer große Tiere unter Wasser auch filme oder Riffe. Und manchmal die Situation so ist, dass ich immer Plastik vor der Linse habe und das erstmal beiseite wischen muss oder warten muss, wenn mal irgendwo eine freie Zone ist und ich das Tier wirklich filmen kann und nicht das Plastik im Weg ist. Und das ist doch skurril. Es vergeht kein einziger Tauchgang seit vielen Jahren jetzt schon, wo ich nicht mit vollen Taschen voller Plastikmüll wieder auftauche. Und gerade meine Lieblingstiere, die Haie, sind immer davon betroffen. Da habe ich schon ganz oft Tiere gefilmt mit großen Haken und Plastikangeleien an der Seite. Und dann versuche ich in solchen Momenten auch immer den Haken zu entfernen, was nicht immer ganz einfach ist. Aber hier auf Bali konnte ich auch wieder einem Mantarochen den Haken aus dem Maul pulen.
Es gibt keine einzelne Lösung, die all das in den Griff kriegen kann. Es sind nicht einzelne Personen, die daran schuld sind. Es ist ein globales, menschliches Problem, was wir in der Zukunft lösen müssen. Und das funktioniert aus meiner Sicht über genau zwei Sachen. Nämlich erstens Regierung und umgesetzte Gesetze in Bezug auf Plastik. Und das zweite ist Bildung von Menschen. Wenn Menschen darum wissen, wenn Menschen bewusster mit Plastik umgehen, wenn Menschen mehr in die Natur schauen und sich Problemen bewusst werden, ich glaube, dann kann sich in Zusammenarbeit mit großen politischen Entscheidungen einiges auf unserem Planeten verändern. Und glaubt nicht, dass ihr da draußen keinen Unterschied macht, wenn ihr Kippen bei uns in Deutschland auf der Straße aufsammelt, wenn ihr ein Beach-Clean-up macht oder den Fluss um die Ecke sauber macht. All das macht einen Unterschied und wird das ein oder andere Tier retten. Politische Entscheidungen müssen getroffen werden, aber ihr selbst habt es in der Hand. Ihr seid eure eigene Politik, zu Hause, in eurer Familie, in eurem Freundeskreis. Ihr entscheidet jeden Tag, was ihr kauft, was ihr konsumiert, und all das hat immer eine Konsequenz. Dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein.